Zweimal hat sein Herz schon aufgehört zu schlagen. Aber es gibt ein Leben nach dem Herzinfarkt. Für Helmut Rieder ist es mittlerweile sein drittes Leben und es geht ihm gut. Er musste allerdings sehr viel ändern. Gesundes Essen und viel Bewegung spielen jetzt eine große Rolle in seinem Leben. Bewusst gesund. Stressfrei durch Bewegung. Helmut Rieder war erst 42 Jahre alt und beruflich viel unterwegs, als er seinen ersten Herzinfarkt erlitten hat. Es war am Mittwoch, ein strahlend schöner Tag. Es war so ein bängendes Druck auf der Brust. Schlecht ist mir gewesen. Der linke Arm hat mir wehgetan. Und dann habe ich den Herzinfarkt gehabt. Das war eigentlich Stress und vielleicht das ungesunde Leben. Ich habe hauptsächlich Mehlspeisen gehabt, viel Limonaden getrunken und das hat eigentlich alles zusammengepasst. Ich habe 17, 18 Kilo Übergewicht gehabt. Der Wörgler erhält 3 Bypässe, 15 Jahre später kommt der nächste Infarkt. Rieder krempelt sein Leben komplett um, gesunde Ernährung und vor allem regelmäßige Bewegung sind seither für ihn wichtig. So wie hier im Reha-Zentrum der AUVA in Bad Hering, wo regelmäßige Trainingseinheiten des Herzverbands Tirol stattfinden. Mehrmals wöchentlich, eben ganz gemütlich, nicht zu lang, lieber ein paar Mal öfter, 3-4 Mal, eine halbe Stunde, einfach im aeroben Bereich, nicht zu viel ins Schnaufen kommen, ganz kommod und am besten mit anderen Kollegen zusammen, weil dann ist es motivierender. Die regelmäßige Bewegung in Maßen tut Körper und Psyche nach einem Herzinfarkt gleichermaßen gut. In der Zeit danach ist ganz wichtig, dass man den inneren Schweinehund überwindet, auf Deutsch gesagt. Und zwar, dass man wirklich sich in Gruppen einbindet, in Herzsportgruppen, wie wir haben. Und zwar, da wird geturnt, da wird autogenes Training gemacht, da wird Schwimmen untergemacht und also verschiedene Aktivitäten. Begleitet wird die Herzsportgruppe von einem Internisten, der mit autogenem Training die Angst und den Stress vor einem neuerlichen Infarkt abbauen will. Der Stress ist genauso ein Faktor, der den Blutdruck, die Bewegungsarmut und auch die psychische Belastung des Patienten deutlich beeinflusst. Und es ist natürlich auch wichtig, dass deshalb auch der Stress abgebaut wird. Helmut Rieder ist heute 77. Ihm gehe es relativ gut, sagt er. Du musst alle nur positiv sehen. Du sollst nicht das Negative sehen, dass du jetzt einmal was gehabt hast, sondern du sollst positiv sehen, das Glück, dass ich noch lebe. Das ist das, was man eben begreifen sollte.